Moin Leute, was würdest du mit 5 Minuten Macht riskieren? Power. Wenn es eine Pille geben würde. Hungrig nach Moneta ist dich Queen und du Bau. Die dir 5 Minuten schenkt. Raps, dass du es checkst, in mir inne wohnt die Power. Voller Power. In mir inne wohnt die Power. Würdest du sie nehmen? Am 14. August startet Project Power weltweit exklusiv auf Netflix. Eine geheimnisvolle neue Pille soll individuelle Superkräfte verleihen. Doch diese sind nicht voraussehbar und sorgen schon bald für extreme Kriminalität in New Orleans. In dem neuen Netflix-Film schließen sich Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt und Dominic Fishback zusammen, um die Quelle der gefährlichen Pillen zu bekämpfen. Ja, ich bin Dennis und das ist natürlich wieder eine neue Folge Nerdcheck. So, da habt ihr einen kleinen Überblick bekommen über dieser neuen Netflix Original Produktion, nämlich namens Project Power. Den kann man so ein bisschen im Action- und Thriller-Genre eingliedern und dieser kostete natürlich 85,1 Millionen US-Dollar. 1 Stunde und 51 Minuten läuft dieser Streifen unter Regie von Henry Yost und Ariel Schumann. Die kennt man von Nerf oder von den Streifen Paranormal Activity, diesen dritten Teil. Und wir haben noch den Autor Madsen Tomlin, der jetzt eher so ein bisschen kleinere Produktionen gemacht hat, aber auch Kurzfilme. Das war seine erste größere Blockbuster-Produktion gewesen, die er jetzt mitgestaltet hat. Ich hoffe mal, er wird noch eine Schippe rauflegen, weil bei The Batman und, sag ich mal, bei Mega Man muss er ein bisschen mehr beweisen. Weil hier ist es einfach so, aber es fehlte mir manchmal ein bisschen an eigene Kreativität, aber dazu komme ich nachher später zu mehr. Was gefiel mir überhaupt an Project Power? Fange ich erstmal an mit dem sehr guten Cast, der auch wirklich mich überzeugen konnte. Da haben wir zum Beispiel erstmal Jamie Foxx als Major Art. Er ist hier so ein bisschen Bad Boy und Good Guy und so weiter. Man hat da so ein bisschen das Zusammenspiel, wie er es halt immer so gerne macht. Er ist einfach da, wenn man ihn braucht. Er ist ein guter Schauspieler, überzeugt auf jeden Fall mit seiner Darstellung als Major Art und das hat wirklich Spaß gemacht. Dann haben wir noch Joseph Gordon-Levitt. Er ist hier der Detective Frank, eher so die gute Seele in diesen Streifen. Und er gibt manchmal ein bisschen unter, hat auch nicht so eine größere Hauptrolle wie Jamie Foxx. Trotzdem macht er auch sein Part gut. Dann haben wir als weibliche Hauptrolle noch Dominic Fishback, die, ja, die beiden nicht jetzt die Show stiehlt, aber ich fand sie eigentlich wirklich sehr gut in ihrer Rolle als Robin. Und ja, sie ist eben so dieses typische Beispiel heutzutage, ne? Thema Rassismus, Diskriminierung, sag mal System, gliedert dich dann ein, wenn du schwarz bist und so und so und. Und das fand ich eigentlich ganz gut dargestellt, wenn es manchmal ein bisschen nur an der Oberfläche kratzt. Das ist so ein bisschen, was ich bei Madsen Tomlin so ein bisschen schade fand. Er hat ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Ihr merkt ja schon, der Cast hat mich wirklich überzeugt. Kommen wir weiter, was hat mich denn noch überzeugt? Zum Beispiel auf jeden Fall die Visual Effects. Die, wenn man, sind nett anzusehen, wirklich schön anzusehen, eigentlich schon schön anzusehen. Also, die sind wirklich gut gestaltet. Wenn man mal so sieht, so die Leute haben sich verwandelt mit dieser Powerpille, das wirkte nicht billig und machte auch wirklich Spaß anzuschauen. Dann haben wir noch moderne Kamerafahrten mit einem bunten Color Grading, wo manchmal ein bisschen der cinematische Look drunter leidet, weil man auch ab und zu mal so ein bisschen die Action Cams benutzt. So ein bisschen wirkt dann das Bild sehr clean und das hat dann nicht so gut ausgeschaut. Aber trotzdem muss man sagen, das ist alles sehr modern. Man filmt zum Beispiel aus dem Auto heraus oder andere Sachen, die man so ein bisschen wahrnimmt, was dann sehr mal einen guten Eindruck gemacht hat. Und da muss man einfach sagen, das haben sie wirklich gut umgesetzt. Randfact ist hier nochmal, dass Casey Neistat, nämlich ein bekannter YouTube-Vlogger, nämlich hier auch noch mitgewirkt hat in einer kleinen Nebenrolle. So, kommen wir aber zum Tragischen, nämlich zu der Story. Man muss einfach hier manchmal sagen, dass die Story nicht neu ist. Sie wirkt so ein bisschen aufgewärmt durch alte Actioner. Also, man nehme ein bisschen Bad Boys, man nehme noch so plumpe Dialoge manchmal rein, so plumpe Witze, die man da ein bisschen auffrischen wollte. Und das wirkt natürlich nicht neu und frisch. Muss man einfach auch sagen, da muss Madsen Tomlin wirklich dran arbeiten, dass der da ein bisschen draus gelernt hat. Trotzdem kann man sagen, dass die Handlung in ein paar Punkten auch schon interessant ist, weil diese Powerpillen und was die Macht aus diesen Leuten macht und natürlich auch so Nebenmetaphern, die sind gut gemacht. So, die sind interessant, die kann man sich anschauen und unterhält auch.
Und dann haben wir die Spannung baut sich eigentlich ganz gut auf, bis sie dann so in der Mitte abflacht, das Pacing oder die Luft rausnimmt, weil man immer zwischen verschiedenen Handlungssträngen, sei mal, sich verläuft und da auch nicht so richtig die Tiefe reinbringt bei den Charakteren. Aber man merkt einfach so, das ist so ein bisschen das einzige Problem, was Madson Tomlin hat, dass er manchmal viel zu viel Luft rausnimmt. Aber die Action ist da und wenn die Action da ist, ist sie wirklich sehr gut gemacht. Gerade das Ende ist wirklich anschaubar und man hat auch Spaß. Aber es ist da manchmal einfach zu wenig für einen Actionfilm. Und wenn auch die Choreos, die Action gut ist und auch die Kulissen, die haben sie wirklich gut ausgewählt. Natürlich denke ich mal auch viel vor Greenscreen. Und man muss einfach sagen, Project Power ist wirklich jedes Geld wert, was sie reingesteckt haben. Und man muss auch sagen, nach Filmen wie The Old Guard oder Six Underground und natürlich Extraction ist das mal wieder ein besserer Netflix-Film zu den anderen. Ich wurde unterhalten, es hat Spaß gemacht, wenn, wie gesagt, auch die Story nicht immer neu ist. Trotzdem macht dieses Zusammenspiel der drei, sag mal, Schauspieler, dieser Charaktere wirklich Spaß. Und diese Powerpille, dieses ganze Konzept ist einfach interessant. Man kann sich das einfach anschauen. So, ihr merkt, wo die Reise hingeht. Es ist wirklich ein guter Actioner, der Spaß gemacht hat, der unterhält. Wenn auch der Score, muss ich nochmal anmerken, manchmal ein bisschen sehr nervig war. Der Soundtrack ging, aber der kam gar nicht so richtig zum Vorschein. Macht Project Power einfach wirklich Spaß und man kann sich den anschauen. Also wirklich, kann man sich anschauen. Einmal vielleicht, dann ist es okay. Muss man vielleicht nochmal, wird auch kein zweiter Teil angepriesen oder angeteasert. Und was gebe ich Project Power? Ich gebe Project Power eine 7,5 von 10. War überrascht gewesen. Nach dem Trailer habe ich gesagt, wird wahrscheinlich nichts werden. Aber dennoch ist es einfach wirklich ein guter Actioner. Ja, was sagt ihr darüber? Habt ihr schon Project Power gesehen? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr noch kein Abo hier gelassen habt, könnt ihr gerne ein Abo hier lassen. Da würde ich mich drüber freuen. Und ich würde sagen, Leute, bis dann und schauen, bam. Und ja, es war sehr warm hier oben.